Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute mal eine etwas andere Art von Video, nämlich ein kleiner Walkaround um. Diesmal den neuen Kia Sorento. Der ist jetzt ehrlich als Plug-in-Hybrid draußen und auch wenn es fahrverbot angemeldet ist, ich will euch das trotzdem nicht vorenthalten. Deswegen machen wir zwei Videos ganz einfach. Das erste Video geht einfach mal um den ersten Eindruck, um die Optik, was ist neu, was kann das Fahrzeug. Und im zweiten Video, dann können wir fahren und das auch alles mal ausprobieren. Der Kia Sorento als Plug-in-Hybrid hat eine insgesamt Systemleistung von 265 PS. Die setzen sich, wie natürlich immer bei einem Plug-in-Hybrid, aus zwei Motoren zusammen. Nämlich einmal einen Verbrenner, 1,6 Liter Turbenzin auf 180 PS und einen 91 PS starken E-Motor. Dadurch insgesamt 265 PS und 315 Newtonmeter. Ebenfalls mit verbaut ein 13,8 kWh großer Akku, der den Sorento theoretisch 50 bis 60 km weit bringen soll. Auch das werden wir natürlich im zweiten Video ausprobieren. Und ja, optisch zur Front habe ich ja schon was gesagt, wie toll die aussieht. Chrom und schwarze Akzente am Kühlergrill. Und rein optisch unterscheidet sich eben eigentlich auch absolut gar nichts vom herkömmlichen Verbrenner. Das sind eigentlich nur das Eco-Plug-in-Logo, das ihr hinten drauf habt. Und natürlich die Lademöglichkeit hinten rechts. Ansonsten sieht das Auto genauso aus wie der Verbrenner. Auch das Heck im neuen Kia Sorento sieht doch sehr schön aus. Wir haben vertikal zweigeteilte LED-Rückleuchten. Wie gesagt, die sind Serie, so wie ihr sie auch seht. Ebenfalls vorne das Tagfahrlicht, alles Serie. Und ja, sehr breiter, großer Schriftzug. Unten Auspuffblenden natürlich in Chrom. Das sollte klar sein. Und generell das Heck und die Front, generell das gesamte Design vom Auto ist wirklich sehr bullig und sehr breit, selbstbewusst aufgebaut. Das passt auch sehr gut zum neuen Sorento. Er ist über 4,80 Meter lang und diese neue Plattform ist halt auch perfekt auf elektrifizierte Antriebe zugeschnitten, wie der Sorento als Plug-in-Hybrid halt auch einer ist. Wir haben unglaublich viel Platz. Wir haben einen Radstand von über 2,80 Meter, die ihm diesen Platz auch geben, die er auch braucht. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Sorento auch als Siebensitzer bestellen. Und wenn wir zum Beispiel einen Vergleich zum Verbrenner heranziehen, was das Kofferraumvolumen angeht, der Sorento als Plug-in-Hybrid hat ein Kofferraumvolumen von 898 Liter. Das ist schon unglaublich gewaltig viel. Vor allem, wenn wir den Vergleich zum Verbrenner heranziehen, der Diesel hat ein Kofferraumvolumen von 910 Liter. Also das sind 12 Liter, die sind überhaupt nicht spürbar. Und ihr habt da, wie gesagt, immer noch Platz für eine siebte Reihe hinten, beziehungsweise für eine dritte Reihe hinten mit sieben Sitzen. Und dementsprechend gucken wir uns mal das Platzangebot vorne und hinten an. So Freunde, Kofferraumvolumen knapp 900 Liter, nur ein bisschen kleiner als der Verbrenner, kaum spürbar, beziehungsweise eigentlich gar nicht spürbar. Und auch das Platzangebot hinten ist einfach nur perfekt. Beide Sitze sind perfekt eingestellt auf eine 2 Meter Person, die vorne theoretisch fahren würde. Und auch hinten habe ich mit meinen 2 Metern mehr als genug Platz, so viele Freiheiten kann man gar nicht haben. Was ebenfalls sehr cool ist, hinten ist mir gerade eben in dem Moment aufgefallen, USB-Anstecker direkt am Sitz, perfekt fürs Handy. Auch unten habt ihr nochmal einen USB-Anschluss und eine 12 Volt Stromdose. Ja, ich kann nichts Negatives sagen zum Platzangebot, sollte klar sein, die Plattform hat es halt möglich gemacht. Der Radstand ist riesig und ein riesiger Radstand macht natürlich auch das große Platzangebot möglich. Dann lasst uns mal gemeinsam einsteigen in das Cockpit des Kia Sorento Plug-in-Hybriden. Und ja, wir sehen gleich mal vor unserer Nase ein 12,3 Zoll Kombi-Instrument als Display. Mit dazu nebendran das Navi 10,25 Zoll groß. Hat man auch nicht so oft, dass das Cockpit vor eurer Nase größer ist als das Navi-Display. Aber sieht alles sehr gut aus. Das kennt man eigentlich alles auch schon aus den anderen Kia-Modellen. Wenn ihr das Video zum Beispiel vom Kia Proceed gesehen habt, das sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Wenn wir uns die Mittelkonsole anschauen, dann, ja, man hat wirklich unglaublich viel Stauraum. Einmal vorne hier auch fürs Handy und dann hier Trinkflaschenhalterung, hier nochmal was für den Schlüssel und dann geht die Klappe auf und hier ist auch nochmal eine echt große Menge am Platz. Also da habt ihr mehr als ausreichend und generell hat das ganze Fahrzeug coole Gadgets, wie ich zum Beispiel erzählt habe vorhin mit dem USB-Anschluss am Sitz oder zum Beispiel die Trinkflaschenhalterung hier an der Seite. Das sind alles coole Dinge, die in einem SUV auch einfach sein müssen. Ihr wollt ja Komfort haben, vor allem die hinteren Gäste, perfekt für die Langstrecke geeignet. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die LED-Leuchten sehen sehr cool aus, auch hier mit der
Optik und die Materialverarbeitung ist sehr gut. Wir haben Hartplastik, das ist klar, aber auch hier sonst hier ein Bezug, Schaumstoff und ansonsten kann ich da nichts Negatives sagen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr denn so zum Interieur sagt. Gefällt euch das gut? Wie findet ihr die Menge an Knöpfen? Wir haben einmal hier natürlich die Klimaanlage, das Mindeste ist auch dabei. Unten, wie gesagt, den Drehregler für die 6-Gang-Automatik. Dann habt ihr hier nochmal den Drehregler, in welchem Modus ihr fahren wollt. Eco, Sport und natürlich hier Kameraeinstellungen und hier natürlich die wichtigste beim Plug-in-Hybrid, wie ihr fahren wollt, Verbrenner oder komplett elektrisch. Aber ja, schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare, würde mich definitiv interessieren. Kommen wir zum Schluss mal zu den Preisen. Der Kia Sorento als Plug-in-Hybrid startet bei ca. 54.000 Euro. Es gibt, wie man bei Kia auch schon kennt, wie es auch schon bei Pursuit GT der Fall war, drei verschiedene Ausstattungsvarianten. Spirit, Vision und Platinum. Also Vision ist die erste, Spirit die zweite, Platinum die dritte. Je nachdem, welche ihr nehmt, habt ihr natürlich dann auch ein Vielfaches mehr an Extras. Kia hat, wie man es eigentlich auch schon kennt, eine sehr gute Serienausstattung. Wir sind eigentlich schon in Serie gut bepackt. Das fängt außen bei den LED-Rückleuchten an und vorne das Tagverlicht, alles Serie. Die 19 Zoll Felgen sind Serie, Android Auto, Apple CarPlay. Das Lenkrad ist beheizbar. Er hat auch, was Sicherheit angeht, eine gute Serienausstattung, inklusive Stauassistent und Spurhalteassistent. Dementsprechend gibt es da nichts zu meckern. Ein weiteres großes Kaufargument ist natürlich die 7 Jahre Garantie, die vom Kia ausgesprochen wird. Die gilt auch ganz normal beim Sorento als Plug-in-Hybrid. Die Batterie ist da mit inbegriffen. Also auch das ein sehr gutes Argument, weil man ja auch nicht weiß, wie es in 7 Jahren oder 5 Jahren mit der Batterie so aussieht. Am Ende kostet der Wagen in der Platinum-Ausstattung, so wie er hier auch da steht, im Runaway Rot, ca. 63.500 Euro. Der Vorgewagen ist aber auch schon sehr, sehr, sehr voll bepackt, vom Head-Up-Display bis hin zur Rundumsichtkamera und hin zum Bose Surround-System ist er wirklich volle Hütte. Ich habe euch auch von meinem Partner, dem Autohaus Dedo, wo ich mich gerade befinde, den Preis des aktuellen Fahrzeugs hingelistet. Wenn ihr halt sämtliche Prämien und Händlerrabatte abzieht, die es ja hier gibt, dann hat das Fahrzeug einen letztendlichen Preis von 48.990 Euro. Das klingt dann schon wieder sehr lukrativ, würde ich sagen. Vor allem mit dieser Aufstellung, die er da gerade hat, ist das schon ein sehr akzeptabler Preis, finde ich. Schreibt da gerne mal unten in die Meinung eure Kommentare, was ihr so sagt. Für ein Flaggschiff-SUV unter 50.000 Euro zu zahlen mit einer vollkommenen vollen Hütte, kann man sich eigentlich nicht beschweren. Es geht theoretisch auch noch billiger. Man braucht die ganze Aufstellung vielleicht auch nicht unbedingt. Deswegen schreibt auf jeden Fall eure Meinung unter die Kommentare. So, Freunde, das war's von mir mit dem ersten Walkaround. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt, ob es auch für euch in Ordnung ist, wenn ich einfach nur im Autohaus bin und euch nur erste Eindrücke zeige. Und am Ende kommt dann nochmal ein separates Video, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, würde mich freuen. Ciao!